Das Bogenmaß. Natürlich haben beide recht. Einmal wird die Höhe des Zauns in Meter gemessen. Dabei wird die Höhe mit einem Meter verglichen. Der Zaun ist also etwa 1,5 Meter hoch. Das andere Mal wird der Zaun mit einem Fuß verglichen. Die Höhe des Zauns ist dann etwa 5 Fuß. Wir können beim Angeben von Größen unterschiedliche Maßeinheiten benutzen. Das ändert aber nichts an der Größe, die bleibt nach wie vor gleich. So ist die Höhe des Zauns die gleiche, egal ob ich sie in Meter oder in Zentimeter oder in Fuß angebe. Das Bogenmaß ist eine Maßeinheit für den Winkel. Für die Größe des Winkels spielt es keine Rolle, ob ich sie in Grad wie bisher oder in Bogenmaß angebe. Ein Grad ist so definiert, dass der volle Winkel 360 Grad beträgt. Es gab gute Gründe, weshalb man sich gerade für die 360 entschieden hat. Man hätte aber auch 400 wählen können oder 1000 oder jede andere beliebige Zahl. Das Bogenmaß ist nicht mehr beliebig. Das ist ein großer Vorteil. Der Nachteil ist, dass die wichtigen Winkel nun keinen ganzen Zahlen entsprechen. Bevor ich nun darauf eingehe, wie das Bogenmaß definiert ist, möchte ich nochmals unterstreichen, dass es nichts anderes ist als eine andere Maßeinheit für Winkel. Man kann die Größe eines Winkels sowohl in Grad als auch in Bogenmaß angeben. Zum Beispiel hat dieser Winkel 23 Grad, beziehungsweise in Bogenmaß den Wert von 0,4. Das Bogenmaß wird auch durch den Einheitskreis definiert. Die Größe eines Winkels wird hierbei durch die Länge des entsprechenden Kreisbogens im Einheitskreis angegeben. Hierbei darf man nicht vergessen, dass ja der Radius des Einheitskreises die Länge 1 hat. Der hier eingezeichnete Winkel hat somit im Bogenmaß den Wert von 0,4. Der volle Winkel entspricht einer Bogenlänge, die gleich ist mit dem Umfang des Kreises, also mit 2π. Der gestreckte Winkel entspricht im Bogenmaß somit dem Wert Pi, also etwa 3,14. Der rechte Winkel ist halb so groß, hat also den Wert Pi halbe. Die wichtigen Winkel von 30 Grad, 45 Grad und 60 Grad sind somit Pi Sechstel, Pi Viertel und Pi Drittel. Um jeden beliebigen Winkel von Grad in Bogenmaß umzurechnen, benutzt man die Tatsache, dass der volle Winkel 360 Grad hat und im Bogenmaß den Wert von 2π. Der Winkel von 23 Grad hat im Bogenmaß somit den Wert
und 0,4.